So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Und ja, habt das an dem kuriosen Titel schon gelesen. Um was geht's denn jetzt hier? Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Es geht um Tampons. Die weibliche Menstruation, die ja soweit monatlich stattfindet, muss natürlich auch angehalten werden. Sprich die rote Woche, die Erdbeerwoche oder auch der Pirat sticht in rote Gewässer und was weiß ich. Da gibt es ja zahlreiche Sprüche. Ich möchte das aber versuchen, wirklich ernsthaft als sehr wichtiges Thema hier aufzunehmen, denn ich habe dazu einen Gedanken und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Also, Herleitung. Wir haben die Briten, die jetzt ausgetreten sind, endlich, und man kann es begrüßen, sie sind froh darum, nachvollziehbarerweise, nach 4 Jahren sind sie jetzt rausgekommen aus der EU. Und was merkt man dadurch direkt? Man merkt dadurch direkt, es wird eine Steuer abgeschafft, die auf Tampons, also ein Hygieneprodukt für Frauen gilt, das pflichtmäßig von der EU vorgeschrieben ist. Das heißt, die Tampons in Großbritannien mussten verkauft werden mit mindestens 5% Steuer. Das sieht das EU-Recht vor. Unvorstellbares Ding, wenn man sich das mal überlegt. Man muss mal recherchieren, wie und welche Gesetze es alles gibt, was die EU alles vorschreibt, welche EU-Rechte da eingehalten werden müssen, damit man so ein Mitgliedsstaat ist und so weiter. Das ist einfach nur verrückt. So, die Frauen in Großbritannien, ich will immer USA sagen, aber in Großbritannien ist das der Fall, die können sich teilweise keine Tampons leisten. Was machen sie dann alternativ? Und also, ich bin keine Frau, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber ich stelle es mir grausam vor. Zeitungspapier, alte Taschentücher oder Taschentücher generell, alte Stofflappen und sonst was. Mädchen schwänzen die Schule, weil sie Angst haben, dass ein Malheur passiert, dass die Blutung nicht richtig aufgehalten werden kann, etc. pp. Überlegt mal, dieser lange Rattenschwanz. Klar, wir reden hier über einen Betrag von mindestens 5%. Das heißt, bei einem Euro wären das gerade 5 Cent, die jetzt gespart werden. Nichtsdestotrotz zeigt das doch einfach, in welchen Bereichen die EU überall in unser aller Leben schon mit wie eine Krake reingreift und sich einfach nur nimmt. Nicht die Hand aufhält, sondern wirklich greift und nimmt die Kohle, ziehen sie uns aus der Tasche. Und ich finde das so unangenehm mittlerweile, denn wir haben so viele Steuern schon generell in Deutschland. Denkt an die CO2-Steuer, die ja jetzt hier in Deutschland auch noch zusätzlich gekommen ist, auf Benzin. Zusätzlich gibt es aber auch eine Mineralölsteuer auf das Benzin. Genauso gibt es aber auch noch, ich gucke gerade nochmal nach, hier Mineralölsteuer, Ökosteuer, CO2-Steuer, Mehrwertsteuer. Das heißt, wir haben ein Produkt mit 4 Steuern alleine. Und was ist der Vorteil jetzt für die Briten ganz klar an der Stelle? Die sind raus aus der EU, geben ihrer Bevölkerung etwas zurück und sagen, die Steuer darauf wird gestrichen, ihr bekommt diese Produkte günstiger, in der Hoffnung, dass sich mehr Leute diese einfach auch leisten können. Da sieht man einfach mal, wie schnell sowas geht, ohne so einen riesengroßen demokratischen oder auch nicht demokratischen Beamtenapparat von der EU, der natürlich selber auch für diese schwachsinnigen Regelungen, EU-Recht hier mindestens 5% für diese Tamponsteuer, das musste ja auch erstmal in Gesetz gegossen werden. Darüber wurde philosophiert, debattiert, abgestimmt etc. pp. Und schlussendlich muss ja auch kontrolliert werden, ob es gemacht wird und so weiter. Wisst ihr, diese Folgekosten von so einem, ich sag mal, kleinen Ding, die sind ja riesengroß. Und ich finde es einfach nur verheerend, dass es überhaupt so etwas gibt. Denn sowas, zählt das nicht zum Grundbedürfnis? Warum darf sich eine EU daran bereichern? Anders empfinde ich das nicht. Schreibt mal eure Meinung gerne unten rein. Mal gucken, ob die Kondomsteuer, gibt sie eigentlich? Weiß ich nicht. Muss man recherchieren. Die nächste ist, die fallen wird. Bis zum nächsten und ciao.